Ich hoffe, Sie konnten das verlängerte Wochenende genießen. Das müssen Sie für den Start in die neue Woche wissen. Unter Freunden: Heinz-Christian Strache soll ein Gesetz zugunsten eines Bekannten und dessen Privatklinik beeinflusst haben, berichten mehrere Medien. Wütendes Land. Trotz Ausgangssperren kommt es in den USA zu anhaltenden Unruhen. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Wir analysieren mit dem USA-Experten Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg. Belastung Virus. Die Corona-Pandemie fordert Menschen mit psychischen Problemen besonders heraus. Und wir sprechen mit Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl über die Gefahr einer zweiten Welle. Dieses Wochenende, kurz vor dem Start des Ibiza-U-Ausschusses, sind neue Korruptionsvorwürfe gegen Heinz-Christian Strache aufgetaucht. So berichten Presse und Standard über Verbindungen des früheren FPÖ-Obmanns zum Betreiber der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller. Dieser soll Strache kurz nach einer Gesetzesänderung in seinem Sinne einen Urlaub samt Privatjet auf Korfu angeboten haben. In dem Akt finden sich auch Gerüchte über private Zahlungen an Strache. Beide bestreiten die Vorwürfe vehement. Für Strache und Grubmüller gilt die Unschuldsvermutung. 10.000 Euro wurden jedenfalls ganz offiziell an die FPÖ gespendet. Nun zeigen Nachrichtenprotokolle aus dem Juli 2019, die dem ORF vorliegen, dass aber noch deutlich mehr Geld an die FPÖ geflossen sein könnte als bisher bekannt. Patrick Kruska und Robert Zickmund berichten. Konnte man sich mit Parteispenden an die FPÖ Gesetze kaufen? Eine der Fragen, die ab Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss geklärt werden sollen. Und eine Frage, in der nun neue Bestechungsermittlungen gegen Heinz-Christian Strache bekannt werden. Worum geht es? 2018 beschließt die damalige türkisblaue Bundesregierung eine Reform des Privatanstaltenfinanzierungsfonds. Durch diese wird die Privatklinik Währing nun erstmals in diesen Fonds aufgenommen und hat Zugang zu Kostenersatz aus Sozialversicherungsbeiträgen. Die Klinik wird sogar explizit als einzige in den Erläuterungen zum neuen Gesetz erwähnt. Der Betreiber der Klinik, Walter Grubmüller, ist ein enger Freund des damaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache und hat ein Jahr vor der Reform der FPÖ 10.000 Euro gespendet. Mehrmals halten die beiden daraufhin Kontakt. Strache fragt sogar explizit nach, welche Gesetzesänderung Grubmüller brauche. Die Spende lässt nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos in der FPÖ jedenfalls einige nervös werden. Das zeigen Chatprotokolle, die exklusiv der ZIP 1 und der ZIP 2 zugespielt wurden. In diesen Protokollen unterhalten sich Johann Gudenus, der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp, der damalige FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski und der nicht amtsführende Wiener Stadtrat Maximilian Kraus. Hab grad Infos bekommen, kann sehr groß werden. Worüber? Spital. Auch Grubi? Die ganze Geschichte. Gab damals auch PK mit HC. Grubmüller, Bruder, einer Anwalt. Hat's vorher schon bei den Stronachs und dann Neos probiert. Hat auch mehrere Vereine in einer Konstruktion. Dürfte mehr Geld als die offiziellen 10.000 geflossen sein. Bisher bekannt ist bis jetzt eben nur die 10.000 Euro Spende an die FPÖ im Jahr 2017. Aber es könnte mehr geflossen sein, spekulieren die vier FPÖ-Politiker weiter. Das wäre also sowieso rausgekommen, auch ohne IBI. Ja, weil die direkt 10.000 an die FPÖ gespendet haben, blöder geht's doch echt nimmer. Interessant wären Zahlungen dahinter. Klar. Laut FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp handle es sich nur um einen kleinen Ausschnitt einer längeren Unterhaltung, in der er sich klar gegen Anfütterung ausgesprochen hätte. Heinz-Christian Strache kritisiert, dass zum wiederholten Male Teile von Ermittlungsakten an die Medien gespielt wurden. Zu den Vorwürfen selbst sagen beide nichts. Für die Grünen legen die Enthüllungen der letzten Tage den Verdacht nahe, dass sich reiche Gesetze kaufen können. Und Gesetzeskauf als Wunschkonzert, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Recherchearbeit im Untersuchungsausschuss. Es ist für mich nicht einsichtig, dass ein Vizekanzler Strache hier wild tätig werden kann, Gesetzesänderungen hier mit Hilfe von Hartinger Klein vornehmen lassen kann, ohne dass es in Absprache ist mit der ÖVP. Am Donnerstag geht es mit der politischen Aufklärung im Ibiza-U-Ausschuss los. Unter den ersten Auskunftspersonen Heinz-Christian Strache. Also ist ja durchaus interessant, ja? Und es gibt weiteren Ärger für Heinz-Christian Strache heute Abend. Der Redaktion der Süddeutschen Zeitung ist ein Buch eines Nazi-Autors in die Hände gekommen, in das Strache eine antisemitische Widmung Anfang der 90er Jahre verfasst haben soll.
Darin werden Juden als Machtlüstern und als Gegner bezeichnet. Daneben ist auch ein Zitat eines antisemitischen Historikers angeführt. Ein Gutachten hat ergeben, dass es sich bei der Handschrift mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um jene von Heinz-Christian Strache handeln soll. Der lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er sich weder an das Buch noch an eine solche Widmung erinnern könne. Und damit in die USA. Heute vor einer Woche wurde der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Seither gehen in den USA zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen Gewalt an Schwarzen zu demonstrieren. In New York, Washington, L.A. oder Philadelphia kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auch Plünderungen fanden statt. Die Nationalgarde ist mittlerweile im Einsatz. In 40 Städten gibt es, laut CNN, Ausgangssperren. Nachdem es gestern Abend auch vor dem Weißen Haus zu Zusammenstößen gekommen ist, wurde US-Präsident Donald Trump, der ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten fordert, in den unterirdischen Bunker seines Amtssitzes gebracht. Aus Washington berichtet Christoph Kohl. Feuer direkt vor dem Weißen Haus. Randalierer setzen Mülleimer und sogar ein kleines Gebäude in Brand. Die Polizei antwortet mit Tränengas. Es sind chaotische Szenen. Symbolhaft für ein zorniges Amerika, das dieser Tage brennt. Das Ermorden von Schwarzen muss aufhören. Wir haben dieses Land aufgebaut. Das Weiße Haus wurde von Sklaven errichtet. Begonnen haben die Proteste in der Hauptstadt Washington auch gestern friedlich. Tausende, vor allem junge Menschen jeder Hautfarbe, demonstrieren vor dem Weißen Haus. Schwarze Leben zählen, rufen sie. Doch mit Einbruch der Dunkelheit eskaliert die Lage nicht nur in Washington. Von New York bis Los Angeles kommt es trotz Ausgangssperren erneut zu Ausschreitungen und Plünderungen. Präsident Trump verbunkert sich unterdessen im Weißen Haus, nennt die Demonstranten Anarchisten und fordert ein härteres Vorgehen. Statt zu versuchen, die Nation zu einen und die Wut zu beruhigen, gießt Donald Trump mit seinen zornigen Twitter-Nachrichten immer wieder neues Öl ins Feuer. Die verzweifelten Rufe vieler Afroamerikaner nach mehr Gerechtigkeit und gegen Rassismus scheint er nicht wahrzunehmen. Unterdessen suchen draußen vor dem Weißen Haus einige Polizisten den Dialog mit den aufgebrachten Menschen. Im ganzen Land solidarisieren sich Cops mit Demonstranten. Wie dieser Sheriff in Michigan, der sich einem Protestmarsch anschließt. Ein kleiner Funken Hoffnung, doch die Lage in den USA bleibt weiterhin extrem explosiv. In unserem Landesstudio in Salzburg begrüße ich jetzt Reinhard Heinisch, der Amerika-Kenner ist Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Heinisch, warum entzünden sich an einem lokalen Fall rassistisch motivierter Polizeigewalt nationale Proteste, die derart eskalieren? Ich glaube, wir haben zwei Geschichten, zwei gesellschaftliche Geschichten oder Narrative, die hier immer wieder kollidieren. Auf der einen Seite steht der Rassismus und steht die Erfahrung der schwarzen Bevölkerung. Und das sind Erfahrungen, die nicht nur Personen in unterprivilegierten Situationen machen, sondern das zieht sich durch die Mittelschicht durch. Es gibt auch eine sehr breite schwarze Mittelschicht in den USA. Und da ist eben die Erfahrung, dass auch Menschen mit hohem Bildungsabschluss, wenn sie Schwarze sind, also auch der Mittelschicht angehören, jedoch nie wirklich gleich behandelt werden und sich quasi dann oft als fühlen, sie sind der Quotenschwarze. Oder wenn sie dann mit ihrem Mittelklassewagen durch die Stadt fahren, von der Polizei verdächtig werden, ein Drogenhändler zu sein oder ein Autodieb zu sein. Und daher ist dieses persönliche Erleben des Rassismus etwas, was die Bevölkerung verbindet, die schwarze Bevölkerung. Auf der anderen Seite haben wir eine weiße Bevölkerung, die sich sehr stark spaltet, eine Bildungsschicht, eine Bevölkerung, die weniger privilegiert ist. Und es gibt in den USA sehr wenig Möglichkeiten, jenseits der Mittelschicht quasi Aufstiegsmöglichkeiten zu haben, die sehr oft mit der schwarzen Bevölkerung in einer ökonomischen Konkurrenzsituation ist. Sich sehr oft auch darüber ärgert, dass es gewisse Vorteile gibt bei der Anstellung im Staat oder auf Universitäten. Und aus diesem Milieu der unterprivilegierten Weißen rekrutieren sich sehr oft Polizisten. Oft gibt es als einzige Möglichkeit eben der Gang zum Militär oder man geht zur Polizei oder man geht zuerst zum Militär und kehrt dann zurück und geht zur Polizei. Und in diesem teilweise sehr autoritären, in diesem sehr autoritären Umfeld grassiert auch ganz besonders der Rassismus. Und
diese beiden Geschichten, diese beiden Narrative prallen immer wieder aufeinander. Die Wut und die Frustration der Schwarzen, aber auch vieler Weißer, der fehlenden Aufstiegschancen. Und das kanalisiert sich dann immer wieder in eine Aggression gegenüber vermeintliche Minderheiten, die bessere Aufstiegschancen haben. Wir sehen auch einen Statusverlust der weißen männlichen Bevölkerung aus bildungsfernen Schichten während der letzten 20 Jahre. Und das sind genau die Wähler, die Donald Trump wählen. 71% aller weißen, bildungsfernen Wähler wählen den Präsidenten und die halten ihm seit 2016 die Treue und die bedient er auch wieder mit seinen Tweets und mit seiner Mobilisierung. Diese Unterschiede zwischen der weißen und der schwarzen Bevölkerung und die Polizeigewalt, all das sind keine neuen Phänomene. Schon 1992 gab es den Konflikt rund um Rodney King in L.A. Da gab es Ausschreitungen, da gab es das auch. Seither hat sich bei der Situation der Schwarzen in Amerika sehr wenig geändert. Es gab zwar einen afroamerikanischen Präsidenten, aber nach wie vor verdienen Schwarze in Österreich, in den USA im Durchschnitt weniger. Sie leben kürzer. Warum halten sich diese Differenzen so hartnäckig? Naja, es bedarf natürlich sehr großer struktureller Änderungen, Reformen bedürfen. Und diese strukturellen Reformen würden eines nationalen Schulterschlusses bedürfen. Und in einer Situation, wo in den USA momentan alles polarisiert wird, also selbst Covid, selbst die Krankheit wird polarisiert, sind diese Konflikte heute wesentlich intensiver, wesentlich schärfer als noch vor 20 Jahren. Weil wir hatten ja auch damals Präsidenten auch auf der republikanischen Seite, die natürlich versucht haben, hier auszugleichen, die sich auch bemüht haben, hier irgendwie an beide Seiten zu appellieren. Wir haben nämlich heute einen Präsidenten, der sehr bewusst spaltet, weil das für ihn auch eine Voraussetzung ist für die Wiederwahl. Also das ist durchaus Teil seiner Strategie und das ist durchaus auch eine neue Erfahrung, weil er genau seine Wähler damit mobilisieren kann. Und das ist sicher auch die neue Qualität im Vergleich zu den 90er Jahren. Die großen strukturellen Veränderungen sind aber in Wirklichkeit nie passiert. Donald Trump hat heute auch schon angekündigt, dass er der Antifa-Bewegung die Schuld gibt an diesen ganzen Ausschreitungen. Bis zur Stunde ist ja noch nicht klar, wer überhaupt hinter diesen ganzen Plünderungen steckt, ob das eine organisierte Gruppe ist oder vereinzelte Extremisten, ob die links sind oder rechts. All das ist noch völlig unklar. Aber hat das überhaupt irgendeine Aussicht auf Erfolg, die Antifa zu verbieten? Das ist ja kein Club, wo man ein Mitgliedsbuch hat, wo man einfach sagt, das ist jetzt verboten. Darum geht es auch gar nicht, sondern ich glaube, die Strategie ist die, Donald Trump hat eine Bevölkerungsminderheit, die ihn unterstützt, das sind ca. 30-35%, und er muss versuchen, dass er die besonders mobilisiert. Die Demokraten wiederum versuchen, sich in der Mitte zu positionieren, und indem er die Polarisierung antreibt, zwingt er quasi, da verschwindet diese Mitte. Er zwingt die Demokraten, seine Gegner, quasi nach links zu gehen und hofft natürlich, dass in dieser Situation er die Gegner spalten kann und in dieser Spaltung Donald Trump als Sieger hervorgehen kann. Und natürlich bedient das auch, dass er einen Feind braucht und er baut immer wieder Phantomfeinde auf. Das sind bestimmt, und das ist genauso wieder ein Phantomfeind, wo er die Schuld abliefern kann. Aber die Strategie ist einfach die Spaltung, um den Gegner auch hier in ein bestimmtes Eck zu treiben. Und das hat er ja auch sehr erfolgreich immer wieder gemacht und könnte ihm auch dieses Mal wieder gelingen. Und letztlich natürlich der Ruf nach Ordnung, das ist sicher ein Ruf, der durchaus auch sehr breit und mehrheitsfähig sein kann. Ein Phantomfeind also für Donald Trump. Vielen Dank für diese Analyse und guten Abend nach Salzburg. Guten Abend. Man muss den Namen des Virus nicht einmal aussprechen und dennoch weiß jeder zurzeit, was gemeint ist, wenn man heute von der Krise spricht. Praktisch das Leben jedes einzelnen Menschen im Land wurde durch die Situation mal stärker, mal schwächer durcheinandergewirbelt. So groß waren die Einschnitte in den Alltag. Auf viele Österreicherinnen und Österreicher, die schon davor in psychotherapeutischer Behandlung waren, wirken sich die Folgen der Krise negativ aus. Verschärft hat sich die Lage vor allem für jene, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Christine Baumgartner und Constanze Ertl haben mit Betroffenen gesprochen. Beatrice Frasel ist eines wichtig. In erster Linie ist sie Mensch und keine psychisch kranke Person. Die Kulturwissenschaftlerin betreibt einen Podcast. Ab und zu muss sie sich mit Depressionen herumschlagen und schreibt darüber auf Instagram. Gerade in der Corona-Krise bekommt sie von ihren 11.000 Followern Rückmeldungen, darunter viele gebildete junge Frauen.
Die hauptsächliche Rückmeldung war, dass die Ausgangsbeschränkungen sozusagen den Leuten endlich mal Raum gegeben haben zum Luftholen und dass jetzt das Aufheben und die Öffnungen plötzlich stressen, weil man sich denkt, man muss jetzt wieder, jetzt ist wieder der Druck da, jetzt ist wieder dieses Hetzen und Rennen da und man ist eigentlich nicht wirklich bereit dafür. Andere sind gleich zu Beginn in eine seelische Krise geraten, so wie Gerhard Luksch. Der Wiener war bereits davor manisch-depressiv und hatte eine Angststörung. Direkt nach seiner dreimonatigen stationären Behandlung kommt der Lockdown. Die Ängste kriechen wieder hoch. Ich bin in ein ziemliches Loch gefallen, habe einen Rückfall dann gehabt mit Alkohol und habe aber das dann durchs Telefon mit verschiedenen Stellen wieder in den Griff bekommen. Der psychosoziale Dienst und die Volkshilfebetreuerin haben ihn unterstützt. Mittlerweile geht es ihm besser. Es ist wieder ein Gefühl von Freiheit da. Es ist halt die neue alte Realität. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber man muss sich halt darauf einstellen. Menschen mit psychischen Erkrankungen bewältigen die Krise unterschiedlich. Gemeinsam haben sie, dass sie die Behandlung großteils selbst bezahlen müssen. Ob jemand Psychotherapie auf Krankenschein bekommt, hängt vom Wohnort ab. Den besten Wert kann das Land Salzburg vorlegen. Bundesweit gibt es 80.000 Kassenplätze. 150.000 Menschen tragen den Großteil der Kosten selbst. Im Juni wollen die Arbeitnehmervertreter in der Gesundheitskasse bundesweit ein Kontingent von 20.000 zusätzlichen Plätzen schaffen. Denn wir wissen, dass gerade psychische Erkrankungen die längsten Krankenstände nach sich ziehen. 48 Tage ist jemand durchschnittlich krank mit einer psychischen Erkrankung. Wir wissen auch aus einem Rechnungshofbericht, dass in den Bundesländern, in denen die Psychotherapie gut angeboten wird, gut ausgerollt ist, die Anzahl der Invaliditätspensionen aufgrund von psychischen Erkrankungen geringer ist. Man muss grundsätzlich diese Kontingentierung in Frage stellen. Weil natürlich ist es besser, wenn 36 Leute behandelt werden statt 35 oder 50 statt 35. Aber was ist mit der 51. Person? Und ich finde es halt einfach wichtig, dass alle jene Menschen, die Hilfe brauchen, sie auch kriegen. Und zwar rasch und kostenlos und möglichst unbürokratisch. Davon kann derzeit aber keine Rede sein. Offen ist, ob dem Vorhaben in der Gesundheitskasse die Arbeitgebervertreter zustimmen. Denn nur dann könnte es bis Ende des Jahres zusätzliche Plätze geben. Die Corona-Daten machen ja dieser Tage durchaus Mut. Nur 5 Neuinfektionen wurden heute gemeldet. Der niedrigste Wert seit Beginn der Pandemie. Aber mit Vorsicht zu genießen, an Wochenenden werden für gewöhnlich weniger Erkrankte gemeldet. Insgesamt sind zurzeit 379 Menschen an Covid-19 erkrankt, 15.596 genesen und 668 Menschen am Coronavirus verstorben. Seit vergangenen Dienstag gab es keinen neuen Corona-bedingten Todesfall in Österreich. Welche Schlüsse man aus diesen Zahlen ziehen kann, das wollen wir nun besprechen mit der Leiterin der Virologie an der MedUni Wien, Elisabeth Puchhammer-Stöckl. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Frau Puchhammer-Stöckl, 5 Neuinfektionen in nur 24 Stunden. Wie viel Pech muss man zurzeit haben, um sich mit dem Coronavirus zu infizieren? Also tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, sich mit einem infizierten Person im gleichen Raum aufzuhalten und daher auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ziemlich gering. Zurzeit hat die Regierung ja angekündigt, dass die Maskenpflicht demnächst wieder in großen Teilen aufgehoben wird. Ist das vernünftig, wenn man hört, dass Aerosole ein ganz wichtiger Teil in der Infektion sind? Die werden ja wahrscheinlich auch durch diese Masken zumindest gefiltert oder ein wenig gestoppt. Nun, von Anfang an war klar, dass das Wichtigste ist das Abstand halten. Also diese Abstandsregel von 1 Meter, 1,5 Meter in manchen Ländern oder in manchen Bereichen auch, ist das absolut Wichtigste. Und die Masken kamen dazu als zusätzlicher Sicherheitsfaktor, wenn alle Masken tragen, eben im Supermarkt, das der Fall ist, oder in den Öffis, dann schützt man sozusagen noch zusätzlich sich gegenseitig. Bei diesen geringen Zahlen ist das aber durchaus möglich, es in manchen Bereichen wegzulassen. Und in Schulen, so wie das angedacht ist, wegzulassen, glaube ich, macht auch Sinn. Wir alle haben unsere Hände in den letzten Wochen und Monaten so oft desinfiziert, dass wir regelmäßig Handcreme brauchen und das kaum mehr aushalten. War das vielleicht gar nicht so notwendig? Wäre Lüften sehr viel sinnvoller gewesen?
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also ich habe mein Handy nicht desinfiziert, kann ich nur sagen, weil also der Hauptübertragungsweg ist über Aerosole und über diese Tröpfcheninfektion. Die Infektion über Oberflächen wurde von Anfang an ziemlich überschätzt. Wobei man schon sagen muss, dass auch Hände waschen und Hände desinfizieren schon Sinn macht. Und wir wissen das auch bei anderen Viruserkrankungen, dass es durchaus einen Beitrag zur Übertragungsreduktion bietet, wenn man regelmäßig Hände wascht und sich vielleicht auch desinfiziert die Hände gelegentlich. Heute war ja prächtiges Frühlingswetter. Wir alle haben das sonnige Wetter genossen. Das geht momentan auch ganz gut, rauszugehen und die Empfehlungen einzuhalten. Aber was heißt das denn mit Blick auf den Herbst und den Winter? Da ist Lüften, da ist Rausgehen, da ist im Gasgarten sitzen schon deutlich schwieriger. Kommt da dann vielleicht die berühmte zweite Welle? Nun, die Herbst- und Wintersituation ist etwas, das uns sowieso vor Herausforderungen stellen wird. Erstens mal das Wieder-Hineingehen. Der Großteil der Infektionen, die man kennt, sind eigentlich in Innenräumen passiert. In Außenräumen sind Infektionen sehr selten, also in der frischen Luft sind sie bei weitem weniger häufig als in Innenräumen. Außerdem haben wir im Herbst und Winter ja auch andere respiratorische Virusinfektionen, die wieder kommen werden, Rhinoviren, RSV, Metapneumoviren, also alle möglichen Viren. Und diese Viren machen auch ähnliche Symptome wie SARS. Und das ist eine der Herausforderungen, die wohl kommen wird, dass wir sehr viele Patienten haben werden mit respiratorischen Symptomen und differenzialdiagnostisch uns anschauen müssen, wer hat SARS und wer hat ein Rhinovirus oder etwas anderes. Die Angst vor dieser berühmten zweiten Welle begleitet uns ja schon seit vielen Wochen. Schon von den ersten Öffnungsschritten weg wurde immer wieder diskutiert. Jetzt aber bei den Bildern von den Baumärkten und den Schlangen davor etwa. Jetzt aber kommt die zweite Welle zu Ostern. Sie ist dann nie gekommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese zweite Welle bis jetzt ausgeblieben ist? Nein, an sich gibt es ja mehrere Szenarien. Es ist nicht unbedingt nur die zweite Welle, die als Szenario möglich ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es eben, nachdem das Virus so in so geringer Häufigkeit in Österreich derzeit vorhanden ist, es ist da, wir sehen es immer wieder bei den kleineren Ausbrüchen, aber es ist in sehr geringer Menge da. Und es ist auch durchaus die Möglichkeit, dass wir es schaffen, das in so geringer Menge zu halten, diese Virusprävalenz, und dass wir immer wieder so kleine Ausbrüche haben, die aber nie zu dieser einen großen Welle oder zu dieser zweiten großen Welle dann sich weiterentwickeln, sondern dass es eben bei einzelnen Ausbrüchen bleibt. Wir arbeiten massiv dran im Hintergrund die ganze Zeit schon, indem wir eine effiziente Diagnostik auf die Beine stellen und als flächendeckend rasche Diagnostik möglich machen und indem vor allem dieses Case- und Contact-Tracing durchgeführt wird, wo man also jeden Fall genau nachverfolgt, auf die Kontaktpersonen hinschaut und sich also die Cluster auch ganz genau anschaut. Das ist ganz wichtig, um es zu begrenzen und nicht eine überbordende zweite Welle zu bekommen. Sagt Virologin Elisabeth Puchheimer-Stöckl. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. 200% Rendite, das versprechen die Gründer einer Finanzplattform aus Klagenfurt. Warum es dennoch ratsam ist, nicht zu investieren, nach den Kurzmeldungen. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat dem mit der deutschen Regierung ausgehandelten Rettungspaket zugestimmt. Damit akzeptiert die Fluggesellschaft auch die Auflagen der EU-Kommission. Die Lufthansa muss Start- und Landerechte an Konkurrenten abgeben. Im Gegenzug gibt es ein Hilfspaket von 9 Milliarden Euro. Die Zustimmung der Lufthansa-Aktionäre fehlt noch. Das Bundesheer macht bei der Musterung heuer keine Sommerpause, weil wegen der Sicherheitsmaßnahmen weniger junge Männer pro Woche untersucht werden können. Morgen am Dienstag startet das Heer wieder den Regelbetrieb bei der Stellung. Der erste Pazifik-Tropensturm in diesem Jahr hat in El Salvador schwere Schäden angerichtet. Tausende mussten sich vor Erdrutschen und Überschwemmungen in Sicherheit bringen. Mindestens 15 Menschen sind in der Region um die Hauptstadt San Salvador ums Leben gekommen. Der Verpackungskünstler Christo ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er wurde etwa durch die Verhüllung des Berliner Reichstags und spektakuläre Landschaftsinterventionen bekannt. Die meisten Projekte verwirklichte der gebürtige Bulgare zusammen mit seiner Frau Jean-Claude, die 2009 verstarb. Reich werden, aber nicht arbeiten dafür. Das Versprechen ist alt, die Mittel
die sind neu. Auf sozialen Medien gehen immer mehr vermeintliche Finanzportale auf Kundenfang, bevorzugt mit dicken Autos, großen Yachten und viel Bling-Bling im Hintergrund. So auch im Fall der Firma EXW mit Sitz in Klagenfurt. Die Gründer versprechen mehr als 200% Rendite im Jahr. Die Finanzmarktaufsicht hat bereits mehrfach vor EXW und ähnlichen Plattformen gewarnt. Und das Problem werde immer größer. Sie sind Anfang 20 und inszenieren sich auf Social Media als ultra erfolgreiche Finanzmanager. Oder was man sich halt darunter vorstellt. Die Kärntner Gründer von EXW Wallet fliegen per Privatjet, trinken Champagner, entspannen auf einer Yacht. Jeder könne so reich werden wie er, verspricht Gründer Benjamin H. auf einer Veranstaltung. Wir werden mit EXW Großartiges vollbringen. Wir haben bereits Meilensteine gesetzt, die andere Unternehmen in Jahrzehnten nicht geschafft haben. Wir haben Lösungen geboten für Probleme, für die niemand eine Lösung bis dato hatte. Und genauso wird es auch weitergehen. Die angebliche Lösung ist eine Plattform, auf der unterschiedliche virtuelle Währungen wie Bitcoins gekauft und getauscht werden können. Über die Wertunterschiede beim Tauschen werde Profit gemacht, verspricht das Unternehmen mit der Zentrale in der Klagenfurter Innenstadt. Wer neue Kunden anwirbt, erhält mehr Geld. Letztlich sei eine Rendite von 200% im Jahr möglich. Dem Schweizer Experten für solche Fälle kommen solche Versprechen bekannt vor. Ich kenne ähnlich gelagerte Fälle, wo Kunden dasselbe versprochen wurde, was dann letztendlich zum Totalverlust für die Kunden bedeutet hat. Die haben das auch geglaubt, haben investiert das Geld weg. Das gesamte Geschäftsmodell funktioniert nur dann, wenn massiv Kunden, Neukunden und Neugelder akquiriert werden können. Und das ist für mich ein sehr starkes Indiz, dass auch hier in die Richtung Pyramidensystem gehen könnte. Auf mehreren Internetforen beschweren sich mittlerweile Nutzer, dass sie ihr Geld nicht mehr aus der Plattform herausbekommen. Die Geschäftsführer sprechen von technischen Problemen. Auch die österreichische Finanzmarktaufsicht ist auf EXW aufmerksam geworden und warnt davor. Wenn Unternehmen am Markt tätig sind, ohne dass sie, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, eine Registrierung haben oder eine Konzession haben, dann wollen wir Anleger davor warnen, dass sie hier mit diesen Unternehmen Geschäfte ausüben. Kein Einzelfall. Die Zahl verdächtiger Fälle habe sich in den vergangenen 12 Monaten verdoppelt. Gerade jetzt in der Zeit von Homeworking, wo vieles eben auch im Alltag auf die digitale, auf die virtuelle Welt sich entwickelt hat, haben wir hier noch einmal eine stärkere Tendenz erlebt. Und wir haben das auch natürlich in einem sehr engen Kontakt mit dem Bundeskriminalamt immer in Abstimmung. Auch im Fall EXW sind Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingegangen. EXW-Gründer Benjamin H. hat auf ZIP-2-Anfragen nicht reagiert. Er hat seinen Hauptwohnsitz nach Thailand verlagert. Die Gesellschaft hat zwar ihren Hauptsitz in Klagenfurt, registriert ist sie aber mittlerweile in Estland. Der offiziell eingetragene Geschäftsführer ist ein 21-jähriger Klagenfurter. Auch er hat auf Anfragen der ZIP 2 nicht reagiert. Und wir haben jetzt noch die Wetteraussichten für die neue Arbeitswoche für Sie. Sehr unterschiedlich ist das Wetter derzeit in Europa. Von der Iberischen Halbinsel hinauf bis nach Skandinavien ist es sommerlich. Im Bereich des Tiefs über Osteuropa bleibt es hingegen frisch. Österreich liegt in der Mitte. Von Vorarlberg bis Oberkärnten überwiegt morgen wieder der Sonnenschein und es wird frühsommerlich warm. Nach Osten hin bleibt es windig und in der labilen Luft entstehen am Nachmittag einzelne Regenschauer. Mit 16 bis 22 Grad ist es aber auch hier einigermaßen warm. Das war die Zeit im Bild 2 am Pfingstmontag. Morgen sind wir dann wieder wie gewohnt um 22 Uhr für Sie hier. Starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.